Mikroskope waren schon immer ein wichtiger Bestandteil der Wissenschaft. Schon die alten Römer benutzten Glasgefäße mit Wasser darin, um Objekte zu vergrößern. Die ersten echten Lichtmikroskope wurden allerdings erst im 17. Jahrhundert nach Christus erfunden und benutzt. Doch wie funktionieren diese Lichtmikroskope überhaupt? Das ist eine Lupe. Sie hat eine Linse, welche innen dicker ist als außen. Dadurch vergrößert sie ähnlich wie eine Brille. Das ist ein Mikroskop. Im Gegensatz zur Lupe hat es zwei Linsen. Eins, zwei. Außerdem muss das Objekt von unten mit Licht durchschienen werden. Wenn wir zwei Linsen haben, werden die Vergrößerungsfaktoren multipliziert. Das heißt, wenn die eine um das Zehnfache vergrößert und die andere um das Fünffache, vergrößert das Mikroskop insgesamt um das 50-fache. So könnte man also theoretisch mit vielen Linsen übereinander unendlich stark vergrößern. Aber selbst das beste Mikroskop hat eine Auflösungsgrenze. Und so stellte der Physiker Ernst Abbe schon 1873 eine Formel zur höchsten Auflösung eines Lichtmikroskops auf. Herr Abbe? Was ist denn? Stören Sie mich nicht. Ich bräuchte Sie mal schneller. Das geht nicht. Ich bin beschäftigt. Ich untersuche gerade einen Objektträger, aber ich kann es nicht schärfer stellen. Und daran liegt es, denke ich. Damit gab sich der Professor Stefan Hell am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie allerdings nicht zufrieden. Und so entwickelte er eine völlig neue Art von Mikroskop, das Städtmikroskop. Doch wie funktioniert diese mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnete neue Erfindung eigentlich? Im Grunde genommen bediente sich Stefan Hell verschiedener Punkte und Tricks und kombinierte diese für seine Erfindung. Als erstes benutzte er die einfache Fluoreszenzmikroskopie. Das heißt, er bringt seine Punkte in den Proben mit Hilfe von fluoreszierenden Stoffen und einer Energiequelle, in seinem Fall ein Laser, zum Leuchten, wie hier anhand eines Beispiels gezeigt wird. Bestimmte Strukturen der Probe werden mit fluoreszierenden Flüssigkeiten markiert und sind dann unter Fremdenergieeinwirkung besser sichtbar. Als zweites benutzt er einen weiteren Punkt der Chemie, das Quenching. Das ist der englische Fachbegriff für das deutsche Wort Fluoreszenzlöschung. Diese zwei Sachen kombiniert er, indem er zuerst die zu mikroskopierenden Zellen, zum Beispiel die Proteinröhren einer Zellwand, mit fluoreszierenden Stoffen markiert. Dann werden diese Stoffe mit einem ersten Laser zum Leuchten gebracht. Da aber hierbei das Bild noch unscharf ist, kommt ein zweiter Laser zum Einsatz. Dieser quetscht die vorher zum Leuchten gebrachten Stoffe wieder, das heißt, er löscht die Fluoreszenz und lässt nur einen kleinen Punkt in der Mitte des Lasers noch frei, wo die Stoffe immer noch fluoreszieren können. Dieser Punkt ist nun so scharf, dass man mit ihm die komplette Probe abrastern und abscannen kann. Am Computer werden die Bauteile dann zusammengesetzt und es entsteht ein fertiges, scharfes Bild. Um nun einmal genauer darzustellen, was die neue Vergrößerung von bis zu 1 zu 1 Million bei lebenden Objekten eigentlich heißt, haben wir hier noch einmal einen kurzen Vergleich. Wir stellen uns vor, dass unser Basilikaturm mit 72 Metern Höhe einem Millimeter entspricht. Ohne Städtmikroskop konnte man bisher nur 200 Nanometer zeigen, das heißt umgerechnet auf unsere Basilikaturm 14 mm. Mit dem Städtmikroskop kann man nun bis zu 200 Nanometer, also 1,4 mm scharf zeigen.